ist es ziemlich cool, 30% CO2 in der Betonproduktion einzusparen, weil die Zementherstellung, also das Pulver, was man braucht, um den Beton zu machen, trägt 8% zu den globalen CO2-Emissionen bei. Wir haben jetzt mittlerweile die Zusage für die Lieferung einer Anlage, die wir jetzt im Januar in Betrieb nehmen werden. Die erste Sonnenglied-Anlage, die fest verbaut wird. Das ist ein ganz, ganz großer Meilenstein für uns. Wir werden hier in Cottbus bleiben und wir werden weiter hier die klügsten Köpfe versuchen, in unser Unternehmen zu ziehen. Das ist eines der größten Projekte, die wir bisher gemacht haben. Genau. Wir sind mit Sonocrete vor 4 Jahren gestartet und wollen dafür sorgen, dass man Beton mit bis zu 30% weniger CO2 herstellen kann. Und mit Henschgebau haben wir für dieses große Bahnwerk, was wir hier hinter uns sehen, haben wir das erste Mal so große Teile gemacht und so lange vor Ort gearbeitet. Ne? 8 Wochen lang war da der Werksversuch. Das macht uns ziemlich stolz. Das war ja auch ein enormer Kraftakt vom ganzen Team, das zu stemmen. Ne? Die jeden Tag die Produktion dafür sorgen, dass die Anlage rund läuft und so weiter. Und die ganzen Tests, die noch dazu gehören. Also das ist eine ganz gewaltige Teamleistung, auf die wir sehr stolz sind, dass wir hier so eine tolle Mannschaft zusammenbringen konnten. Und ja, jetzt schauen wir uns das Ergebnis hier an und sind echt zufrieden. Wir können es ja alle jeden Tag eigentlich beobachten sozusagen. Wir sehen hier 2 Röhrchen. Wir wollen tatsächlich auch mal verstehen, was macht denn jetzt euren Beton so etwas klimaneutraler als den anderen? Genau, also wir liefern keinen Beton, sondern wir liefern eine Anlage. Und das ist eine Anlage, die Hochleistungs-Ultraschall in die Betonproduktion einbringt. Letztendlich, wenn Beton fest wird, ist das eine Reaktion aus Zement und Wasser. Das sind die reaktiven Bestandteile. Dazu kommt Gesteinskörnung, die sorgt dafür, dass das am Ende alles ein festes Gebilde ist. Und durch den Hochleistungsultraschall können wir die Reaktion zwischen Zement und Wasser anregen. Und eine angeregte Reaktion sorgt dafür, dass das Ganze schneller fest wird. Oder alternativ, und das machen wir machen weniger von der reaktiven Komponente rein. Also weniger Zement. Und ungefähr, also um genau zu sein, ist es der Klinker, das ist die reaktive Komponente im Zement. Aber um sich's vorstellen zu können, haben wir im Prinzip, sind wir von 100% Klinker, also 100% CO2 sozusagen, runtergegangen auf nur noch 70% CO2-Emissionen. Und der Rest wird aufgefüllt durch ein CO2-freies Füllmittel. Ja. Und das ist ziemlich cool, 30% CO2 in der Betonproduktion einzusparen, weil die Zementherstellung, also das Pulver, was man braucht, um den Beton zu machen, trägt 8% zu den globalen CO2-Emissionen bei. Also das ist eigentlich unfassbar viel, was vielen überhaupt gar nicht bewusst ist. Das heißt, ihr liefert eine Anlage oder steht die irgendwo und man muss sie sozusagen ja, anmelden und einmieten? Nein, also wir liefern, am Ende ist die Sonocrete-Technologie eine Anlage, die im Betonwerk installiert wird, fest installiert wird und die beiden Komponenten, Wasser und Zement, miteinander vermischt, diesen Ultraschall einbringt und dann einfach in der Betonproduktion zuführt, wie so eine Art Bypass-Prozess. Das heißt, wo sitzt ihr jetzt eigentlich konkret? Habt ihr euch ja in den letzten Jahren, Monaten ja auch entwickeln müssen, oder? Genau, wir haben uns auch entwickelt, aber wir sind immer noch ganz gut geborgen am BTU-Campus in Sachsendorf. Ja. Wie geht's jetzt weiter für euch tatsächlich? Na, wir werden das jetzt erstmal hier verdauen, das Projekt. Aber wir haben jetzt mittlerweile die Zusage für die Lieferung einer Anlage, die wir jetzt im Januar in Betrieb nehmen werden. Die erste Sonnenglied-Anlage, die fest verbaut wird. Das ist ein ganz, ganz großer Meilenstein für uns, gemessen daran, dass wir vor 4 Jahren noch gar nicht da waren, beziehungsweise erst 3-4 Wochen gegründet waren. Also es ist ganz toll für uns. Und dann haben wir jede Menge Partner, mit denen wir nächstes Jahr weitere große Projekte machen wollen und so eigentlich den Anlagenverkauf, also den Vertrieb von Sonocrete-Anlagen in die Gänge bringen wollen. Wollt ihr das weiterhin aus Cottbus raus betreiben und machen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Sonocrete wird vielleicht nicht immer am Campus in Sachsendorf bleiben. Wahrscheinlich ist das schon nächstes Jahr vorbei, aber wir werden hier in Cottbus bleiben und wir werden weiter hier die klügsten Köpfe versuchen, in unser Unternehmen zu ziehen. Ich würde mal vielleicht wirklich intern auch mal so einen Bogen spannen. Also wie hat sich denn das in dieser, ich weiß gar nicht, gibt es da so eine Szene, Betonbauszene oder so, wo man wirklich sagt, ich glaube, der Grundgedanke zu sagen, hey, da an der Stelle können wir doch sparen, kann ja jetzt gar nicht so neu sein, würde ich jetzt mal denken, oder? Also Zement zu reduzieren war bisher überhaupt, das hatte niemand auf dem Schirm, weil Zement war bisher billig und erst seit die CO2-Emissionen Geld kosten, ne? Also erst seit die Zertifikate, wir sagen für uns immer, seit die Zertifikate irgendwie über 60 Euro kosten, ne? Da hat bei uns das Telefon angefangen zu klingeln und auf einmal wollten Leute Zement reduzieren. Vorher, das war vielen Leuten überhaupt nicht bewusst, weil Zement einfach günstig war. Als wir gestartet sind, dachten wir, der wichtigste Anwendungsfall für unsere Technologie ist, dass man schneller produzieren kann, ne? Also dass man quasi mehr Teile machen kann, weil man die schneller entschalen kann. Aber jetzt ist es eben so, jetzt kostet der Zement mehr, weil die Zertifikate eben so viel Geld kosten und auch weil die Energiepreise natürlich gestiegen sind. Und das führt dazu, dass jetzt Zementreduktion auf einmal ein Thema ist.